Hallo und herzlich willkommen hier in der USB-Werkstatt. Mein Name ist Sascha und in diesem Video geht es um einen Restholzwagen, um einen mobilen Restholzwagen, der so die ein oder andere Finesse hat. Wobei es jetzt auch nichts ganz Neues, aber ich möchte Plattenmaterialien, Abschnitte, Kanthölzer und sowas lagern. Und wenn du wissen willst, wie ich das hier gebaut habe, dann bleib dran, ich zeig dir das. Ja, jeder, der mit Holz arbeitet, kennt das Problem. Da fallen immer wieder Abschnitte an, die nicht in den Müll gehören, die man aufheben will für spätere Projekte. Abschnitte, kleinere Größen braucht man auch. Ja, und wo lagert man die? Naja, in der Regel kommen die an irgendeine Wand und nehmen dort Platz weg. Oder sie sind irgendwo verteilt in der Werkstatt und nerven einfach. Und genau dafür will ich mir heute ja einen Platz schaffen, wo ich diese Materialien sammeln und lagern kann. Ich habe mir gerade schon so ein paar Gedanken gemacht, wie groß uns das Ganze werden soll und so weiter. Das zeige ich euch einfach mal. Hier siehst du schon mal die Grundplatte. Das werden 67,5 mal 95. Warum? Naja, das ist gerade noch so ein Abschnitt, den ich habe und den würde ich gerne verwerten wollen. Dann wird es drei Bereiche geben, diese drei hier. Tiefe ungefähr 40 cm und in der Breite ja, so vielleicht 50, müssen wir mal genau schauen und dann noch zwei etwas kleinere. Hier hinter wird es dann einen Bereich geben, der ja 9 cm groß ist. Das sieht man hier im Querschnitt besser. Hier sind die Abtrennungen und dann kann man von der Seite hier ja kleine Abschnitte reintun. Kanthölzer oder sowas in der Richtung kann man hier lagern. Ja, wie gesagt, wird hier von der Seite dann reingeschoben. Ja, und dann wird es noch einen Bereich hier hinten geben. Da ist die Möglichkeit, dann Plattenmaterialien zu lagern. Da kann man natürlich auch 125 x 60er Platten lagern, auch größere, wie auch immer. Da ist entsprechend Platz. Das sind auch noch mal rund 12 cm. Ja, ein paar Platten passen da auch noch hin. Das ist das Seitenteil, die Abtrenner hier. Die werde ich aus zwei verschiedenen Bereichen irgendwo bauen und dann zusammen machen. Werden hier insgesamt 40, haben wir gesagt, tief. In der Höhe wird das Ganze dann auch hier eine komplette Plattenbreite 67 sein. Ja, das sind mal so die Gedanken, die groben. Ich denke, wir starten jetzt einfach mal und dann schauen wir mal, inwieweit sich da während des Baus noch das eine oder andere ergibt. Ach ja, unten drunter kommen natürlich noch ein paar Rollen. Weil wir natürlich das Ganze auch mobil haben wollen und bewegen wollen. So, das ist jetzt die Platte. Jetzt muss ich natürlich erstmal hier Nut und Feder abmachen. Die Teile sind jetzt geschnitten. Jetzt zeichne ich hier auf diesen nochmal an, was noch ausgeschnitten werden soll. Da soll ja so eine Stufe rein. Die zeichne ich mir jetzt an und dann ja, entweder mit der Tauchkreissäge oder mit der Kappsäge. Na, schauen wir mal, womit wir das dann schneiden. So, erstmal anzeichnen. Machen wir uns mal hier so eine Idee. Also, so kommt das Ganze. Ja, und dann soll das hier so und so und dann soll es da weg. Ich würde mal sagen, hier vorne soll stehen bleiben 15 und wenn ich hier 15 auch stehen lasse, 15, nee, hier lasse ich nur 10 auf 15. Gucken wir mal, wir schauen mal, wie das Ganze dann aussieht. Einfach mal anzeichnen. So. Ja, top. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, so will ich das haben. So, dann kommt das so und das kommt so. Ja. Ja. Ich glaube, so machen wir das. Und dann macht es, glaube ich, Sinn, vielleicht zwei auf einmal an der Tauchkreissäge zu machen. Also, zweimal, zack, zack, Tauchkreissäge, bzzzt, bzzzt.
jetzt haben wir auch die Winkel geschnitten. Ja, und jetzt müssen wir lange Brett und kurzes Brett miteinander verbinden. Wie mache ich das? Na, ganz einfach, ich nehme Pocket Holes dazu. Das ist die einfachste und schnellste Variante. So, jetzt geht's ans Verschrauben. Verschrauben ist auch relativ einfach. Ich nutze dazu ganz normale 4x40er Schrauben. Und dann mache ich mir mal hier das eine Brett fest, damit ich das andere da wunderbar rankriege. So, anlegen, Schraube einführen. Ja, und eigentlich nur noch schrauben. So, aufpassen, dass alles gerade ist. Mit viel Gefühl. Perfekt, sieht gut aus. Nächste Schraube. Ja, ein bisschen viel. Das ist halt ein bisschen mit Gefühl zu genießen hier, weil das OSB ist natürlich nicht das idealste Material dafür. So, passt. Dann können wir jetzt mal die ersten Teile auf die Grundplatte montieren. Und jetzt Attacke. So. Erste steht. Ja, und so machen wir halt auch den Rest. Das passt, glaube ich. Ah, jawohl. Top. Zwei Reststücke und damit haben wir schon mal die Front. Brauchen wir keine neue Platte anfangen. Restholz. Restholzregal mit Restholz. So, aber ich werde die beiden jetzt erstmal hier miteinander verleimen, damit da noch ein bisschen Stabilität reinkommt. Mal auspacken. Geschnitten, aber ich glaube, man sollte doch nicht zu faul sein, sich die mobile Absauganlage zu holen. Wäre glaube ich schlauer gewesen. Naja, okay, nächstes Mal machen wir das vielleicht. Jetzt kommen die Einteilungen hier drauf. Das heißt, ich habe ja gesagt, ich will drei Einteilungen haben. Das heißt, ich brauche jetzt noch drei Streifen a 9 cm. So, dann haben wir unsere Streifen geschnitten. Oh ja, nee, ist klar, ne? Scheiße, ein zu kurz geschnitten. Warum denn das? 65,5 und 66,5. Heiliges. Aber
wenn sie da auch nicht hoch kann, sondern sie so noch lang. Ich hätte nicht 66,5 schneiden müssen, sondern auf 95, 9 cm. Ah, Mann, ey. Also nochmal. Scheiße. Mein Mist. Scheibenkleister, jetzt habe ich keine. Ha, wie mache ich denn das jetzt? Ich kann deswegen nicht eine neue Platte anfangen. Oh, jetzt habe ich keinen Rest. Kein Rest oder was? Ach nee. Boah. Das sind nur 12 mm, aber ich denke mal 33, das sollte gehen. Muss ich die nehmen. Aber 12 mm sollten auch gehen. Die Fächer sind ja nicht ganz so, da kommt ein paar Leisten rein. Da geht auch 12 mm. Ich nehme das Reststück und schneide mir das zurecht. Kruzifix, Mist. Neuer Versuch. Ich habe jetzt die Leisten auf der richtigen Länge. So, dann werden wir jetzt erstmal die Rückwand vorbereiten. So, jetzt Einteilung. Die erste Leiste kommt jetzt 15 cm vom Boden entfernt. Die zwingen wir jetzt erstmal fest. Dann markieren wir sie und können sie von hinten schrauben. Aber das sieht kein Mensch. Aber ansonsten, ja, ansonsten ist das doch top. Top, die Watte quält. Gefällt mir. Ja, dann wird es mal Zeit, dass wir die beiden Teile mal verheiraten. Festgezogen. Ja, die muss jetzt einfach nur verschraubt werden. Dann kommt hier noch eine Leiste dran, damit das, was hier auf der Seite steht, nicht runterfallen kann. Ja, dann rollen drunter und dann kann es bestückt werden.
Gartenlage ist fertig eingerichtet, eingeräumt. Ja, und es ist super viel Platz hier drin. Ich werde wahrscheinlich künftig hier diese etwas größeren Abschnitte nicht hier hinterlagern, sondern drüben im Plattenlager, wo die großen Platten stehen. Da wird es noch einen kleinen Bereich vielleicht dafür geben. Das schaue ich mir nochmal an. Ja, aber ansonsten ist das hier genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist richtig viel Platz für ganz viele Abschnitte. Auch diese Quereinschübe hier drin sind super für die ganzen kürzeren Abschnitte. Ja, ich bin soweit zufrieden. Mich interessiert natürlich auch deine Meinung. Was würdest du anders machen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Alles Wichtige, die Rollen zum Beispiel, habe ich dir natürlich auch verlinkt. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bitte hinterlass gerne ein Like. Abonnier den Kanal, hier wird noch das ein oder andere passieren in Zukunft, denn ich bin immer noch dabei, diese Werkstatt hier einzurichten. Da sind noch ein paar Möbel in Planung und so weiter und so fort. Vielleicht noch das ein oder andere Interessante für dich. Also abonnier den Kanal, bleib dran, macht es gut, bis die Tage. Tschüss!